Volle Stimmung, ausverkauftes Haus und ein überraschender Sieger. Der Bezirksligist FC Fatih Ingolstadt krönt sich beim Lotto Bayern Hallencup 2023 im oberfränkischen Burgebrach durch ein 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den ATSV Erlangen zum neuen bayerischen Hallenmeister. Super, also gerade in so einem Finale beim 6-Meter-Schießen zu gewinnen und dann noch den letzten Elfmeter zu halten, ich glaube, gibt nichts Schöneres. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf die Nachhausefahrt. Das wird. Also ich glaube, heute komme ich am Montag erst nach Hause. Im Halbfinale setzte sich der Oberbayernmeister Ingolstadt mit 4:1 gegen die Spielvereinigung Pfreimd durch. Dardan Berisha mit diesem Traumtor sorgte schon mal für Partystimmung im Ingolstädter Block. Finalgegner Erlangen setzte sich in seinem Halbfinale knapp mit 2:1 gegen die FT Schweinfurt durch. Zum Unglücksraben auf Schweinfurter Seite wurde dabei Leon Feser mit diesem Eigentor. Nico Geier machte für Erlangen kurz vor Schluss den Deckel drauf. Im großen Finale gelangen dann beiden Teams trotz guter Chancen keine Tore. So musste die Entscheidung im 6-Meter-Schießen fallen. Dort trafen alle vier Ingolstädter Schützen ins Schwarze, ehe Torwart Marco Ehrenhofer zum Helden wurde und den vierten Erlanger 6-Meter parierte. Ein würdiges Ende für eine tolle bayerische Hallenmeisterschaft in Burgebrach. Ein tolles Endspiel wieder, also auf Messerschneide gestanden. Man kann sagen, Fußballherz, was willst du mehr? Tolles Spiel. Es hätten beide gewinnen können. 6-Meter-Schießen ist dann ein Stück weit auch Glück mit. Aber wie gesagt, ich finde, toll, toll gemacht. Ja, ich bin voll des Lobes. Es geht los, wie du schon gesagt hast, beim TSV Burgebrach, die das hervorragend organisiert hat an dem Markt. Burgebrach mit dem Bürgermeister Johannes Matjonczyk, der voll und sofort dahinter stand. Und natürlich auch alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, begonnen vom Verband Spielausschuss über die Presse oder auch Bitus Sports, die hier aufgebaut haben. Eine hervorragende Zusammenarbeit, das kann man nur loben. Und es war eines der, zwei Jahre haben wir keins gehabt, einfach wieder super, mal in der Halle zu sein. Der FC Fatih Ingolstadt tanzte den Favoriten also auf der Nase herum und darf sich nun bayerischer Hallenmeister 2023 nennen. Für den Trainer der Ingolstädter war es sogar schon der zweite Triumph beim Lotto Bayern Hallencup. Ja, bei uns ist Fatih Topku, der Erfolgsgarant, der ja, Seriensieger fast schon. Herzlichen Glückwunsch. Du hast Erfahrung damit. Du bist damals 2019, glaube ich, mit Grün-Weiß Ingolstadt schon bayerischer Hallenmeister geworden. Wie fühlt es sich jetzt an? Ja, es ist immer ein Highlight, in der bayerischen Meisterschaft mitzuspielen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir hier Spaß haben werden. Ja, wir haben eine gute Truppe, aber dass es am Ende im Finale gegen Erlangen gelangt hat, hat uns schon gewundert. Wir haben gut mitgehalten gegen Erlangen, weil die waren für mich Favorit. Ich habe auch so diese Woche getippt gehabt, dass wir gegen die Finale spielen. So ist es auch gekommen. 6 Meter hatten wir das gewisse Glück da und wir sind bayerischer Meister nochmal.